Eine starke erste Halbzeit, die Rückkehr des Hoffnungsträgers, doch am Ende steht beim FC Schalke das ernüchternde Remis gegen Werder Bremen. Beim heftig kriselnden Revierclub verbreiten Trainer Groß und Stürmer Huntelaar dennoch Optimismus. Auf Schalke sind aktuell auch die kleinen Dinge große Meldungen. Über denselben Verlautbarungskanal, über den noch Tage zuvor die Rückkehr von Ajax-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar kommuniziert wurde, gab der Fußball-Bundesligist zur Wochenmitte die Verlängerung von zwei Großsponsoren bekannt. Dinge wie diese sind in der gegenwärtigen Situation nicht selbstverständlich, denn die Mannschaft des Großklubs steht derzeit am Ende der Bundesliga-Tabelle. So etwas als Fanal für die dringend erforderliche Aufholjagd zu bezeichnen, wäre sicher überinterpretiert. Dazu hätten eher schon die Neuverpflichtungen getaugt, die Königsblau in den vergangenen Wochen getätigt hatte. Doch auch in Bremen bei Gastgeber Werder griffen die Namen der zurückgeholten Ex-Schalker Sead Kolasinac oder Klaas-Jan Huntelaar, der ziemlich sicher auf eine Meisterschaft mit Amsterdam in der niederländischen Eredivisie verzichtete, um seinem alten Verein aus der Misera zu helfen, nur bedingt. Mit dem Rückenwind der großen Namen wollten die Verantwortlichen der Knappen der verunsicherten Mannschaft Stabilität verleihen. Im leeren Weserstadion gelang das in der Summe nicht. 1:1, 0:1, trennten sich Grün-Weiß und Blau-Weiß, was aus Sicht der stark abstiegsbedrohten Schalker zu wenig ist. Immerhin blieb Huntelaar nach Spielschluss optimistisch. Dieser Punkt ist ein kleiner Erfolg, auf dem wir aufbauen können, sagte der Niederländer. Jetzt müssen wir in den nächsten Wochen einfach weitermachen. Womöglich steckte dem 37-Jährigen noch der Schreck aus der Nachspielzeit in den Knochen, als Maxi Eggestein den Ball ins Tor der Gelsenkirchener buxierte. Doch zum Glück für die Gäste stand Vorbereiter Theodor Gebresilassie zuvor im Abseits, der Siegtreffer wurde vom Videoassistenten annulliert. Die Tabellensituation hat sich dadurch nur minimal verändert und könnte sich noch verschlimmern, wenn mit dem 1. FC Köln und Arminia Bielefeld zwei direkte Konkurrenten gegeneinander spielen. Aktuell hat der Ruhrpott-Club 8 Zähler und damit 7 Rückstand auf den Relegationsplatz. Sollten die Rheinländer gewinnen, sind es 9, Bielefeld bliebe dann bei 17. Ein Befreiungsschlag war das heute sicher nicht, aber dieser Punktgewinn bringt uns absolut nach vorne, bekannte Trainer Christian Groß. Es ist kein Zweckoptimismus, wenn ich sage, wir glauben daran, dass wir es noch schaffen können. Just tell me if I'm fine.